ganz gut gelöst. Sehr gut gespielt, ganz stark gespielt. Und da gibt es den Pfiff, da gibt es den Elfmeter vom Punkt. Souverän, heute auch. Heute auch. 1:0 für den VfL Wolfsburg. Esson hat die Ecke. Ball ist gut unterwegs, der Ball ist tatsächlich im Tor. Wir gucken noch mal ganz genau rein, aber ich lege mich von hier oben fest. Da war kein Wiedemeyer. War's gut. Und dann geht es dann doch ganz schnell mit 1, 2, 3 kurzen Pässen. Flanke, Riesenmöglichkeit. Die Zeit. Das ist natürlich schon sehr, sehr schade, da beide Spielerinnen vor ihren Verletzungen sehr, sehr gute Spiele geboten haben. Und natürlich ist auch gerade Eva Pajor ein absoluter Superstar. Auf dem Weg ist auch Tabea Wasmuth, die hier nur den Pfosten trifft. Noch die Fingerspitzen dran. Gefällt mir bis hierhin sehr gut. Der nächste lange Ball. Da ist wieder Sandra Starke. Bekommt den Kopf an die Kugel. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, ordentlich durchgewechselt werden. Und beim VfL Wolfsburg bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da viel. Ja, achten wir erstmal auf die Möglichkeit für den VfL, für Blomqvist. Landwein auch mit der Hacke, schöne Vorarbeit. Und dann wieder mit der Hacke im ersten, im zweiten. Im zweiten Anlauf zappelt die Kugel im Netz. 3:0 für den VfL Wolfsburg. Ach, das sah ja richtig schön aus. Angriff. Lattwein. Starke. Ah, rechts ist keiner. Dann geht es einfach mal durch die Mitte. Und das ist, wenn ich es richtig sehe, keine Abseitsposition. Und dementsprechend Ding Dong. 4:0. Doppelpack. Joel Smith. 4:0. Da. Ja, und das geht weiter. Über Turit Knag. Knag. Was macht sie? Knag legt nochmal quer. Und da ist es. 5:0. Blomqvist. Nun scheinen dem SC Sand die Kräfte auszugehen. Über Umwege landet die Kugel bei Lattwein. Und das könnte das Premierentor für Jonstott hier sein. Ist es aber nicht. Und dann landet die Kugel nach dem Abwehrversuch von Georgieva beim VfL Wolfsburg bei Blomqvist. Und die trifft die Latte. Rauch bei der Ecke. Ja, und auch der wird gefährlich. Und bekommen wir den nächsten Treffer serviert? Ja! Tatsächlich! Blomqvist auch mit einem Doppelpack. 6:0. Das halbe Dutzend ist. Ja, und das gibt nochmal eine große Torgelegenheit und den letzten Treffer. Da lege ich mich fest in diesem Spiel. Wedemeyer. Och, das ist ja auch eine nette Geschichte. Und der VfL Wolfsburg spielt am gleichen Tag gegen den SC Freiburg.